Dieses Video wird gesponsert von Fröhliche Weihnachten GmbH. Hey ihr Cola im Sommer nur auf Zimmertemperatur trinkenden, aber Vanille-Cola hassenden Mitmenschen und willkommen zum letzten Video des Jahres quasi. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich eine relativ kontroverse Ansicht habe, wenn es zum Thema Cola geht. Es gibt für mich nämlich nur die einzig wahre Cola und es gibt so Leute dann wie Black Kitty, die dann... Kurz zur Zusammenfassung, ich habe immer über dieses Getränk gelästert, weil ich es vor Jahren mal getrunken habe. Ich glaube in Frankreich, als ich da mit meinen Eltern im Urlaub war. Ich fand es immer furchtbar. Sag mal, wo habt ihr das billige Vanille-Aroma her? Bäh. Wirklich, wirklich, wirklich Durst. Und es ist nichts da, außer Vanille-Cola. Also wenn ich Zero irgendwann mal besuche. Nicht mal Wasser, nicht mal Leitungswasser. Ich finde Leitungswasser ohne Kohlensäure auch nicht sehr geil. Könnte ich damit meinen Durst stillen? Ja, muss man nicht drüber reden. Es gibt halt Leute, die irren sich und es gibt halt Leute, die irren sich komplett. Das ist halt einfach Zweiteres. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern es gibt Probleme. Es gibt einfach Probleme, wenn es zum Beispiel auch um die Verfügbarkeit von Cola geht. Wenn es um die Verfügbarkeit von Cola geht aktuell oder... generell auch die Verfügbarkeit von meiner absoluten Lieblingscola. Deswegen habe ich heute den ultimativen Cola-Test mir vorgenommen. So. Quack. Wir starten erstmal mit dem Klassiker, worum es eigentlich gehen sollte. Nämlich der einzig wahren Vanille-Cola. So sieht sie aus. Leider nur in der Dose, weil ich keine Flasche bekommen habe. Ärgert das? Ja. Kann ich was dran ändern? Leider nein, aber dafür ist dieses Video gedacht. Das ist es halt einfach. Das ist genau das, was ich mir unter einer guten Cola vorstelle. Nicht mehr und nicht weniger. Genau so. Einfach perfekt. Einfach perfekt. Tja, Kitty, da kannst du noch was lernen, ne? Quack. So, als nächstes... im Rennen habe ich von Dr. Pepper die Vanilla Float. Kann man das gut sehen? Ja, 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 so gerade so. Ich habe schon mal die deutsche Variante, also quasi die, die hier regulär verkauft wird, probiert und war jetzt weniger davon begeistert. Deswegen habe ich jetzt nochmal eine geholt gehabt, die importiert wurde. Vielleicht schmeckt die minimal anders. Und tatsächlich, die schmeckt anders. Ich bin begeistert. Ich muss sagen, ich werde diesmal nicht mit Bewertungen arbeiten, weil ich dann Sachen einblenden müsste, weil es mir diesmal nicht darum geht, irgendwas besser oder schlechter zu machen, sondern wir haben ja das mein Traumgetränk der Wahl und ja, und da würde ich sagen, doch, also wenn die Vanille-Cola mal aus ist, die hier kann ich weiterempfehlen, also die mit dem teuren Nachlabel. Die hier verkauft wird, eher weniger. Die hier verkauft wird, ist nochmal ein bisschen süßer. Schmeckt ein bisschen weh, also da fehlt eher das Original Dr. Pepper Aroma. Und hier ist wirklich dieses Original Dr. Pepper Aroma da, mit so einem Hauch von Vanille dazu. Quack. Aber wie werde ich denn jetzt den Geschmack los? Die gute Hanf-Cola. Das schmeckt, als hätte einer eine Cola durch einen Aschenbecher vorgefiltert. So, als würdest du so einen Aschenbecher volllaufen lassen, bis dann die Cola aus allen Seiten rausläuft und dann lässt du es in einen Gefrichter reinlaufen, um es dann in diese Dose abzufüllen. Das wäre nicht der ultimative Vanilla-Cola-Test, wenn ich nicht noch zwei andere Racer im Rennen hätte. Wir haben hier... zwei leere Gläser. So, und haben die beiden Spezialisten hier einmal von Dr. Oetker die Bourbon Vanillepaste und nochmal von Dr. Oetker die Bourbon Vanille Extrakt. So, exakt genau das. Mit einer Cola und einem Löffel. Quack. Wohl angemerkt, es gibt keine Rezeptur dafür. Das ist alleine in meinem dummen Verstand entstanden. Wir nehmen hier dieses Extrakt. So, das ist eigentlich zum Backen gedacht.
Ich mag schon besonders vanillig. So. Ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwie funktionieren kann oder nicht. Umrühren, ganz wichtig. Das Aroma muss sich ja verteilen können. Das ist schwierig. ohne Witz, das schmeckt ein bisschen sehr wie diese Dr. Pepper Vanille Float, die du hier kaufen kannst. Aber das ist okay, also das war jetzt 35 Milliliter sind drin. Wie viel habe ich jetzt da reingemacht? 10 oder so ins Glas? Das ist okay, das ist tatsächlich in Ordnung. Sollte die Vanilla Cola mal aus sein und ihr wollt eine gute Alternative haben, also auch für dich hier, Blechkitty, das funktioniert erstaunlich gut, also hier mit diesem Bourbon-Vanille-Extrakt. Ja, ich bin begeistert. Quark. So, jetzt haben wir Bourbon-Vanille-Paste natürlich. Ist die noch? Yippie. So, das... Ich habe wieder keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert, ob sich das überhaupt vermengen kann miteinander. Wieso schäumt das so brutal? Okay, zum Wohl, hier, für euch. Also, nein. Ich meine, das ist nicht der Verwendungszweck dafür, also... Wenn ihr eine Vanille-Cola euch selber anmischen wollt, dann, nimmt das hier, plus eine gute Coca-Cola, aber nicht, das hier. Ansonsten, dass wir drüber geredet haben. Quark. Die kann ich wärmstens empfehlen. Die hier eher so geht so. Hier nochmal der Unterschied im Detail. Und natürlich der Allround-Klassiker ist halt einfach die Basic-Cola. So. Und bitte davon die Finger weglassen. Ja gut, das war's dann. Ich freue mich, das gemacht zu haben. Ich wünsche euch ein wunderbares Silvester. Kommt super ins neue Jahr und so und ciao, Kakao. Ja. Yeah.